Dann haben wir hier die rechte Seite, das längliche Gebäude, das ist die Energiezentrale. Wir haben ja elektrisch angetriebene Elektromotor für den Gasverdichtungsbereich. Daher ist dieser elektrische Teil für die Anlage sehr wichtig. Das ganze Gebäude beinhaltet elektrische Schaltanlagen, die aneinander aufgereiht ca. 400 Meter Reihe bedeuten würden. Es gibt verschiedene Systeme, Niederspannung, Mittelspannungsanlagen, USV, Trafo-Räume und alles das, was damit zusammenhängt. Es gibt ein Notstrom-Dieselaggregat, das steht auch hier vorne im Kopfbereich. Auf der anderen Seite, hinten am Ende des Gebäudes, ist der sogenannte Leitstand. Von dort wird die Anlage gesteuert. Die ist auch 24 Stunden rund um die Uhr besetzt. Das heißt also, die ganze Steuerung der Anlage ist eigentlich aus dem Bereich da durchzuführen. Theoretisch könnte man die Anlage auch fernbetreiben. Eigentlich müsste man gar kein Personal hier vor Ort haben, aber bei einem Speicherbetrieb ist das auf jeden Fall besser und das ist auch die Philosophie dahinter. Aber die Anlage ist eigentlich so konzipiert, dass man die theoretisch auch ohne Personal vor Ort betreiben könnte.